Heute mal wieder wie mit einem kleinen Unboxing von drei Päckchen, wobei eins kann man was sagen, ist ein Paket. Ja, wir haben geguckt. Also natürlich mal Frage stellen. So, fangen wir mal an mit dem größten. Ja, größte ist relativ. Also guckt, riesig, super schmal. Was könnte drin sein? Oh, toll, guter Pakt. Sehr schön groß. Wenn Verkäufer ihre Verpackung nicht glauben, naja. Wieder. Mann, ist das ja. So, schauen wir mal, was ist da drin? Nur noch kleinere Verpackung. Eine Display-Schutzfolie von KW Mobile. Guck da. Moment, Display-Schutzfolie. Aber Spargel. Für mein. Ja, Fokus. Für meinen 13 Zoll Laptop. Nicht Laptop, sondern Tablet. Da ich hier das ein bisschen länger kratzerfrei haben möchte. Also mikrokratzerfrei. So, was haben wir noch? Das nehme ich nachher nämlich gleich mal auf. Ja, ich weiß, sieht komisch aus. Ich habe das Ding auch gebraucht gekriegt, das Sofa. So, fangen wir an. Ein kleines Paket von Let's Sell. Die Firma kenne ich ja schon, habe ja schon ein paar Mal da eingekauft. Deswegen. Zack. So. Was haben wir da drin? Jede Menge Papierkram. Ja. Coupons und eine Rechnung. Die muss ich nicht rausholen, da. Da steht ja auch mein Name. Wow, HelloFresh. Ein Gutschein, 20 Euro. Wow. Tolles. Gibt's hier nicht. Was haben wir noch? Wow, ein WLAN-Adapter für 1,50, den ich schon bereits besitze. Und, ja. Let's say. Und noch ein Gutschein. Oder Rabattgutschein. Das ist der Hauptgrund, was ich hier drin habe. Ein Adapter von D-Log für Mikro. Ja, hier der Konverter Mini-PCI, ja, ich sag, auf Half-Size, auf Full-Size. So, was haben wir dann hier drin? Das kommt von Amazon direkt. So. So, holen wir aus. Hier können Sie rausholen bei. So. Ja. So, was haben wir da? Hat 6 5 m Patchkabel. Ist mein Backup. Ab jetzt, weil mein. Ich habe ja nur K6 Crossover-Kabel, kein Patchkabel. Und hier ist. Deswegen ich jetzt auch. Ja. Das habe. Meine neue WLAN-Karte. Da meine momentane Onboard-Karte der Meinung ist, langsam rumzuspacken. Das könnte aber auch mein Router sein, aber ich habe gesagt, du kriegst sowieso den nächsten neuen Router, dann hol ich dir auch gleich eine neue WLAN-Karte. Deswegen hier mal alles aufeinander, was ich jetzt hier bekommen habe. Muss ich mal sagen, ja, was ich sagen muss, das war das teuerste von allen. Ja, alles selbst beschädigt. Ich bekomme ja nichts gratis geschenkt. Nicht mehr. Ich bin gerade, das war das Billigste. Dann kommt das Ding hier. Dann das LAN-Kabel und dann der WLAN-Adapter. Ich habe drumherum um was mit 40, 50 Euro ausgegeben hierfür. Das ist mir wert. Und Ende.